man irgendwo in eine Kamera schauen? Nein, konzentriere dich rein auf dein Gehirn. Und damit jetzt willkommen, ihr Freunde, zu Kreuzer weg das! Mit heute mit Chili! Ja! Ja! Und Valentin! Ja! Dennis auch mit am Start. Was für ein Freund, lass da. Gerne verfolgen auf Instagram, @BenjaminWolter. Ja, ich bin auch als Privatperson buchbar. So, ich habe ein Etikettiergerät hier an die Seite bekommen. Eine Etikettiere, wir machen gleich weiter. Guten Durst. Vier verschiedene Sorten von was finden sich auf einer Pizza Quattro Formaggi wieder? Vier Sorten Käse. Ja! So einfach? Ah. Boah, weh, ich krieg jetzt nicht so eine einfache. Welches europäische Land ist für sein Dolce Vita bekannt? Digga, keine Ahnung. Berlin? Italien! Was? Was hab ich verpasst und was geht's? Deutsche Vita. Deutsche Vita ist Lebensart. Lebensart in Italien. War die Antwort Italien? Die Antwort war Italien. Hast du nicht eine Stadt gesucht? Nee, nee. Junge, hab ich zugehört? Italien. Ich bin in der Schule. Barcelona. Ist das eklig? Ja. Das ist der sogenannte Ekelshot. Boah, den musste ich in der Schule nicht essen, trinken, extra kauen. Hast du gekippelt damals in der Schule? Ja, ja, safe, auf Verweis bekommen. Aber ist auch Verweis wegen Kippeln? Ja. Es war so eine Diskussion, hör auf zu kippeln. Warum? Weil der Schuh kaputt geht. Warum? Okay. Weil er kaputt geht. Wie geht der kaputt? Chili, lass es. Warum? Okay. I am the one! Weiter! Scheiße! Welcher ehemalige italienische Premierminister geriet mit seinen Bunga-Bunga-Partys in die Schlagzeilen? Ramazzotti, keine Ahnung. Silvio Berlusconi! Das weiß man ja wohl! Was sind das für italienische Fragen? Ja, International. Weiter! Jetzt kommt die gefragte Jagdfrage. Die kommt gleich erst. In welcher italienischen Stadt steht das Kolosseum? Ja, in Rom. Ach, sehr gewusst. Deutsche Vita. Berlin. Ich hab die Frage nicht mal verstanden. In welcher rheinischen Stadt steht das Kolonium? Düsseldorf. Keine Ahnung. Köln. Kolonium? Ja. Was ist das? Keine Ahnung. Oh wei! Chili, du bist Megastar im Internet. Auf TikTok hast du so viele Millionen, die hätte ich gerne auf dem Konto. Ich muss nur 2 Jahre arbeiten. Sag mal ganz kurz, in der kleinen, kurzen Version, wie bist du dazu gekommen, dich im Internet zu präsentieren? Ja, ich habe mich bei Freunden präsentiert und in der Schule, habe immer Sachen erzählt und so eigentlich Stand-Up-Comedy-Stories erzählt, aber einfach nur für meine Freunde und die waren so, pack das ins Internet! Ja, das ist wack. Boah, nee, ich kann's schon trinken. Unter welchem Namen ist die hohe Domkirche St. Petrus, die auch als Wahrzeichen Kölns gilt, besser bekannt? Kölner Dom. Jo! Ja! Das war so einfach! Du wolltest schon so trinken, ne? Gewesen. Welches Verhütungsmittel besteht häufig aus Latex, besitzt ein Reservoir und schützt vor Schwangerschaft und Geschlechtskrankheiten? Kondom nennt man das, glaube ich. In Anlehnung an die Stadt der Liebe werden Kondome liebevoll auch gerne mal wie genannt? Paris-Gummis? Ah, Pariser! Paris-Gummis! Nie gehört? Nee. Überraschung! Nicht wirklich. Paris-Gummis ist nicht das übliche Synonym für Kondome, sondern einfach Pariser. Kondome wurden ursprünglich in Paris entwickelt, Ende des 19. Jahrhunderts. Da kam das erste aufgerollte Kondom mit Reservoir in Paris unter dem Artikelnamen Le Parisien auf den Markt. Und was haben Menschen vorher gemacht, um sich vor ungewollten Schwangerschaften und ungewollten Krankheiten zu schützen? Da wurden Schafsdärme benutzt oder Ziegenblasen oder andere tierische Membranen. Ein Hoch auf den Fortschritt. Lecker. Ja. Weiter. Mit wem führt Oliver Pocher seinen Podcast anstelle von noch Ehefrau Amira fort? Sandy Meyer-Wölden. Ja! Was wusstest du? Ja. Welche Nummernfolge gilt laut Bibel als Zahl des Teufels? 666. Wie lautet die Quersumme aus 666? 18. Boah, du Brain, Junge, was ist los? Mathe-LK. Jauch. Boah, ich hab Angst vor euch. Auf welchem Sender ist seit über 40 Jahren das Traumschiff zu sehen? ZDF.
Ich war da mal, als ich elf war. Das klären wir gleich. Okay. Für dich, Sascha. Wie wird die dritthöchste Liga im Profifußball genannt? Regionalliga. Dritte Liga? Dritte Bundesliga? Oh Gott! Dritte Liga, dritte Liga! Du gehörst der Fangfrage, genau. So Traumschiff, was passiert? Erzähl's mir, Ruhe! Ey, ich war früher Schauspieler gewesen, von 6 bis 16. Und es war meine größte Rolle, da war ich 5 Wochen auf Dreh gewesen. Wen hast du gespielt? Ich weiß nicht mehr, wie ich hieß, hieß Julius. Und mein Dad hat da gearbeitet, hat da mit Jessica Ginkel war das, was gehabt. Und es war die erste Folge wieder mit Sascha Hehn. Der ist da als Kapitän zurückgekommen. Sascha Hehn auch Ehrenmann. Ja. So, bist du seekrank? Nee, ich dachte nicht, aber ich war jetzt irgendwie in Barcelona auf einem Schiff. Und Barcelona? In Barcelona war ich auf dem Schiff und saß da eigentlich nur so drin. Kannst du schwimmen? Was geht dich das an? Ah, genau, endlich wird dir mal Grenzen gesetzt. Welcher bekannte Streamer half Tobias aus Sachsen beim Finden der von Joko und Klaas versteckten Millionen? Boom, TikTok ist voll damit, Papa Platte. Yo, Kevin, Grüße. Geh mal arbeiten, mach mal wieder Musik. Wie wird eine besondere Form des Mietens bzw. Vermietens von Autos genannt, bei denen der Produzent selbst oder eine spezielle Firma als Vermieter fungieren? Leasing. Ja, da, Mann! Da hat wohl jemand VIP-Leasing! Ach, ich hab keinen Führerschein. Ich hab trotzdem Autos. Mit welchem englischen Begriff wird in der modernen Sprachwelt ein Mann betitelt, der nicht an einer ernsthaften Beziehung, sondern lediglich an Sex interessiert ist? Ein Fuckboy. Let's go! Casanova gesagt. Okay, Opa. Wie wird das Vermögen genannt, das eine Person nach ihrem Tod hinterlässt? Erbe! Juhu! Boah, ich nehme den schon immer so in die Hand, weil ich weiß, ich für Kacke. Welche Mannschaft spielt in der dritten Liga? Arminia Bielefeld oder Union Berlin? Ich habe Bielefeld noch nie gehört. Ja! Das war richtig. War doch die Antwort, Bielefeld. Ja! War die Antwort, Bielefeld. Von wem stammen Hits wie Mein bester Freund, Grund zum Feiern und Friesenjung? Otto. Otto Wehr. Ich bin so ein Kulturbanause, ich wollte sagen Chiago, Alter. Alter, merkt man mal wieder, dass ich 2000er bin. Das war peinlich, bitte schneidet das raus, Alter. Welches Utensil zum Schutz der Augen trägt der Sänger Chiago im Gesicht? Skibrille. Ja, manche Fragen sind so einfach, es ist ehrenlos. Oha, mach keine Ahnung. Darfst du dir nie sagen, sonst wird die Seite umgeblättert. Wie heißen die letzten Zahlen von Pi, kommt dann bei mir. In welches dickhäutige Tier kann Super Mario sich im neuesten Ableger der Reihe verwandeln? Schildkröte. Keine Ahnung. Elefant. Dickhäutige Tier. Dickhäutige Tier. Kann ja nur Dickhäuter sein. Dickhäuter kann man wissen. Kann man wissen? Kann man das wissen? Nein. Nee, auf gar keinen Fall. Na gut. Schaust du viele Dokus? Ja. Gerade mit Elefanten, ja. Valentin, du hast ein Geschenk dabei. Ah, ja. Ich bin raus? Los! Das kann nicht sein! Dann wir machen das Geschenk noch mit dir, wo du erhältst. Ja, danke. Okay, okay. Und zwar, es gibt ja so einen Trend auf TikTok momentan, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, dass so Disney-Cover von so Filmen erstellt werden, so Filmposter, ne? Ja. Und ich habe eins von euch gemacht, korrekt oder weg. Zeig mal! Guck mal, der eine hat der Klasse, das ist Benny in 20 Jahren. Guck mal da. Zwei. Aber wenn er noch so alt ist. Süß. Das ist aber cool, danke. Mit Waterbros. Waterbros, geil. Jetzt verpiss dich. Liebe Freunde. Ja, jetzt kriegst du endlich mal Sänge. Ich bin raus, ich geh mich jetzt wiegen. Tschö. Der will nur Sängezeug. Sängezeug. Weiter. Jetzt krieg ich jetzt so zurück. Was ist beim afrikanischen Elefanten auffällig größer als beim indischen Elefanten? Der Penis. Ohren, Stoßöhren. Ohren. Ohren? Ja. Aber der Penis auch. Ist das vielleicht auch richtig sogar? Kann man ja gerade nicht belegen. Oh, das ist so lecker. Ich will noch eine. Gib mir die Frage. Weiter. 48. Was haben Menschen mit Appositas Otum? Mundgeruch oder Segelohren? Segelohren. Boah, alter Schwede! Alter Schwede!
Wenn man unnachsichtig und radikal Ordnung oder Klarheit ohne Rücksicht auf Verluste schafft, macht man dann Tabula Rasa oder Ora et Labora. Ober et Labora. Nein! Scheiße! Tabula Rasa. Ist das auch dein dritter jetzt? Das ist mein zweiter. Okay. So schnell kriegst du mich okay, nicht raus. Okay. Oh, so geil, dass das nicht mal das auch sagen konnte, das Wort. Ja, ich weiß, ich hab beides noch nie gehört. Ich dachte, jetzt kommt der zweite Begriff und den kenne ich, aber naja. Sendezeit! Sendezeit! Valentin, Dennis und ich sind deine Moderationsvorbilder. Ja. Dafür gibt's erstmal einen Applaus. Ah. Was sollen wir dir beibringen, mein Junge? Oh, ich mach selber so Moderation, so, ja. Aber nur so Festivals oder so. Events, ne, so, wo man so anfängt, ne, und ey, ihr habt immer so einen richtig schnellen Wortwitz, so. Widerspreche, so wer den nicht widerspricht. Ich bei euch, das ist auf ganz hohem Niveau. Jan Böhmermann kann einstecken. Ha! Gibt ihm keinen Snack. Wie wird die Übernahme von Ausdrucksformen oder Artefakten, Geschichten und Wissensformen einer anderen Kultur oder Identität bezeichnet? Geschichte. Oh! Yeah! Gefragt, gejagt, Frage, da war sie! Ja, komm, genau, gib uns die Bilder! Ja, genau, das ist die Thumbnail, Marco, schieß ab! Schieß den Film aus! Oh, ein Thumbnail! Oh, wow! Oh mein Gott! So, Shirley, in deine Kamera bitte verabschieden. Bromatus, ich habe alles gegeben, ich bin raus. Damit stehen mein Ziehsohn und ich im absolut großen Finale. Und wir kämpfen innerhalb der Familie um die goldene Tischplatte bei Entweder oder! Comedian oder Serienkiller? Hazel Brugger. Comedian! Thorsten Sträter. Comedian. Jeffrey Dahmer. Mörder. Felix Lobrecht. Comedian. Dave Chappelle. Comedian. Ted Bundy. Serienmörder. Let's go! Fritz Honka. Mörder. Nur weil du ihn nicht kennst! Chris Rock. Comedian. Ich hab wieder die Frage vergessen gerade. Kristall. Comedian. Richard Pryor. Mörder. Da! So eine Scheiße! So, bevor Dennis Krön musst du natürlich noch trinken, Valentin. Warte. Pack dir das drauf, genau. Benny ist hier mit so einem Etikier-Ding, Ding reingekommen und hat das die ganze Zeit gemacht. Das ist super witzig. Da steht, ich bin dumm, ja, das kann ich bestätigen. Und jetzt los! Ja! Und jetzt, Benny, kröne mich! Und damit gewinnt Dennis, korrekt oder weg das? Fisch. Mit Tisch! Ja! Mal wieder! Deine letzten Worte, Dennis, bevor wir in die Endcard schwingen. Ich habe gewonnen und du hast nicht für mich geklatscht. So, liebe Freunde, immer das Video schön liken. Wir gehen in die Endcard. Oben gibt es ein Video von Was kostet die Welt? Ist auch mein Lebensmotto. Warum Birkenstocks plötzlich so teuer sind? Es gibt auch viele andere tolle Schuhe. Und unten gibt es die letzte Folge. Korrekt oder weg das? Quiz mit Twitch.